Näher, 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 noch näher. Zu nah, viel zu nah. Ja, so ist gut. Wie ihr jemanden charakterisiert, also eine Charakterisierung schreibt, ohne ihm oder ihr dabei persönlich zu nahe zu kommen, zeigen wir euch in diesem Video. Let's go! Okay, bevor wir richtig loslegen, was ist überhaupt eine Charakterisierung? Wenn ihr eine Charakterisierung oder auf Englisch Characterization schreibt, analysiert ihr einen meist fiktionalen Charakter auf Basis eines literarischen Textes, um Rückschlüsse auf Charaktereigenschaften zu ziehen. Dazu schauen wir uns das Aussehen, Outward Appearance, die Handlungen, Actions, die Gedanken und Gefühle, Thoughts and Feelings und was und wie etwas gesagt wird, also die Sprache, Language eines Charakters ganz genau an. Fangen wir mit dem Aussehen, der Outward Appearance an. Nein, nicht weil wir so oberflächlich sind, sondern weil das im Main Part der Charakterisierung auch als erstes kommt. Wenn ihr das Aussehen beschreibt, nutzt ihr alle Informationen, die im Text stehen. Also Kleidung, Hautfarbe, Haarfarbe und Augenfarbe sowie Mimik und Gestik. Achtet darauf, dass ihr das Present Progressive benutzt, wenn ihr die Kleidung beschreibt, die jemand trägt. Das klingt dann zum Beispiel so. He is wearing a white knitted sweater. Ihr könnt auch schon basierend auf der äußeren Erscheinung Rückschlüsse auf Charaktereigenschaften ziehen. Überlegt zum Beispiel, ob die Person gepflegt ist oder ob sie auf Markenklamotten achtet. Manchmal steht in einem Text auch gar nichts über das Aussehen. Dann müssen wir uns bei der Charakterisierung voll und ganz auf die Taten und inneren Werte konzentrieren, was ja eh viel wichtiger ist. Fangen wir mit den Taten, den Actions an. Da schaut ihr, was der Charakter tut. Versucht daraus dann Schlüsse auf die Charaktereigenschaften zu ziehen. Ihr könnt euch fragen, ist der Charakter mutig oder ist er eher ängstlich? Gleiches gilt für Gefühle, Gedanken und Sprache. Hier ist es besonders wichtig, zwischen den Zeilen zu lesen. Welche Gefühle äußert die Person? Was denkt sie? Und vor allem, wie äußert sich die Person? Also auf einer sprachlichen Ebene. Gibt es oft Wiederholungen? Viele Fragen? Welches Register wird benutzt? Also formal oder informal? Auch hier ist es wichtig, aus euren Beobachtungen Rückschlüsse auf Charaktereigenschaften zu ziehen. Oft müsst ihr auch auf die Aussagen Dritter über einen Charakter zurückgreifen, wenn ihr zum Beispiel nicht den Erzähler selbst charakterisiert. Achtet hierbei besonders darauf, wie sich die jeweiligen Personen dann über den Charakter äußern. Fassen wir nochmal kurz zusammen, was in so eine Charakterisierung alles reingehört. Wir beschreiben das Aussehen, Outward Appearance, die Handlungen, Actions, die Gedanken, Thoughts, Gefühle, Feelings und die Sprache, Language. Wir versuchen daraus, Rückschlüsse auf Charaktereigenschaften zu ziehen. Das also zum Inhalt. Aber wie schreibt man das jetzt auf? Wie jede Analyse gliedert sich auch eine Charakterisierung in Introduction, Main Part und Conclusion. Der Main Part besteht aus der Beschreibung des Äußeren und der genaueren Analyse des Charakters durch Gedanken, Gefühle und Sprache. Schauen wir uns das Ganze konkreter an. In der Introduction führt ihr in die Analyse ein. Hier nennt ihr den Titel, den Autor oder die Autorin, das Erscheinungsjahr und das Thema des Werks, aus dem der Charakter stammt. Und natürlich auch noch den Charakter selbst. Das könnte am Beispiel von Harry Potter so aussehen. The novel Harry Potter and the Philosopher's Stone by J.K. Rowling from 1997 is about Harry Potter, a young boy who has to fight an evil wizard, Voldemort. Im Hauptteil geht es dann ans Eingemachte. Okay, ich meinte eher inhaltlich, aber whatever floats your boat. Der Main Part ist etwas zweigeteilt. Ihr fangt an mit einer Beschreibung der Outward Appearance und nutzt dann auch die schon besprochenen Aspekte bezüglich Actions, Thoughts and Feelings sowie Language, um so auf die Charaktereigenschaften zu schließen. Wenn wir uns Harry als Charakter einmal genauer anschauen, können wir zum Beispiel feststellen, dass die Narbe sein äußeres Erscheinungsbild prägt. So steht ihm seine erste Begegnung mit Voldemort wortwörtlich ins Gesicht geschrieben. Außerdem stellt er sehr viele Fragen, was seine Neugier, aber auch Unsicherheit in der für ihn neuen Welt der Zauberei betont. Sein mutiges und entschlossenes Handeln am Ende bestätigt aber seinen starken Charakter, wie es auch schon der sprechende Hut am Anfang prophezeit hat. Okay, zum Schluss gibt's noch die Conclusion. In der Conclusion fasst ihr die wichtigsten Ergebnisse eurer Characterization nochmal in 2 bis 3 Sätzen zusammen. Nennt auf keinen Fall irgendwelche neuen Infos. An unserem Beispiel könnte das in etwa so aussehen. In conclusion, Harry is very insecure at the beginning, as he is entering the new world of wizardry, as is shown in his frequent use of questions. Through his brave actions at the end, he however shows how courageous he is.
Nice, let's rewind. In einer Charakterisierung fokussieren wir uns darauf, aus dem Text Rückschlüsse auf Charaktereigenschaften zu ziehen. Dazu nutzen wir Outward Appearance, Actions, Thoughts and Feelings und Language. Der Aufbau gliedert sich wie immer in Introduction, Main Part und Conclusion. Hi, was geht ab? Hier ist Alex von Simple Club. Wenn du bald dein Abi schreibst, dann musst du unbedingt unsere fertigen Abi-Lernpläne in der App abchecken. Dort haben wir dir für jedes einzelne Fach fertige Lernpläne erstellt und wir trainieren dich mit Aufgaben auf Abiturniveau. Am Ende sagen wir dir sogar, wie gut du vorbereitet bist, sodass du sicher ins Abi gehen kannst. Also klick jetzt hier auf den Link und hol dir die App. Bis gleich.